Ah, moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp, Ausgartenpferde. Oh, Sie, ich habe Stress mit meiner Frau. Wissen Sie, gestern Abend haben die mich mit 4 Leuten nach Hause geholfen, von Güllefass Sammelclub. Und dann haben die mich bei dieser Temperatur nachts um 2:30 vor der Haustür liegen lassen. Sie, manchmal denke ich ja, die haben noch mehr Angst vor meiner Frau als wie ich selber. Sie, da hatte ich mich nach 20 Minuten aufgerafft, stand mit dem Schlüssel vor der Tür zu kämpfen. Wir haben ja Gott sei Dank diesen großen Trichter um das Schlüsselloch drum zu, sonst hätte es wohl noch länger gedauert. Sieh, 20 Minuten und ich war drin. Und dann stehst du in diesem riesengroßen Bauernhaus und denkst dir, meine Herren, deine Frau, technisch so begabt, die eher eine Glühbirne wechseln, das schafft sie nicht. Wie um alles in der Welt hat die Alte dann hingekriegt, dass sich hier alles dreht. Und wo war nochmal das Schlafzimmer, weil immer wenn ich auf eine Tür drauf zu wollte, zack, da war sie weg. Sieh, da blieb mir nichts anderes übrig. Da musste ich einmal quer durch den Flur brüllen. Erna, wenn du schon im Bett liegst, fang schon mal an zu schimpfen, damit ich das Schlafzimmer besser orten kann. Sie vor 14 Tagen auch, da habe ich die Tür aufgeschlossen, unsere Haustür, nicht? Sagte an nichts Böses, dann steht sie da. Heinrich Schulte-Brömmelkamp, Ausgartenpferde, welche Ausrede hast du diesmal? Ich sage Erna, keine. Und das soll ich dir glauben? Sie, und dann fängt Erna an mit ihrer Predigt. Dann kriege ich alles vorgehalten, was ich jemals in meinem Leben in den letzten 40 Jahren, die wir verheiratet sind und die Zeit davor angestellt habe. Und ich gebe dann ja auch nicht nach. Das Ergebnis, ein handfester Streit, wo keiner auch nur etwas zurückstehen macht. Und man wiegelt sich ja auf, also immer lauter wird das, nicht? Und wo unser Streit zu Hause am lautesten war, Sie wissen ja, die Nachbarn, da sage ich zu meiner Frau, ich sage, Erna, sag ich, kannst du mal eben Moment alleine weiter streiten hier im Haus. Ich geh mal güst auf den Hof, gucken tun, dass das nicht so laut ist, dass die Nachbarn das noch mitkriegen. Sieh, am nächsten Morgen, da sah das alles schon wieder ganz anders aus. Da sag ich zu meiner Frau, ich sag, liebe Erna, bitte entschuldige, dass ich gestern Abend mit der kaputten Hose, einem ausgeschlagenen Zahn und einem blauen Auge aus der Kneipe nach Hause gekommen bin. Ja, sagte Erna, um ganz ehrlich zu sein, weißt du, sagt sie, das blaue Auge, das hattest du noch nicht, als du gestern Abend aus der Kneipe nach Hause gekommen bist. Aber sieh, noch schlimmer ist das ja mal, wenn ich nicht mal was getrunken habe. Ist ja neulich mal vorgekommen, weil unser Stammwirt vergessen hatte, Bier zu bestellen. Da kam ich nach Hause, war schon später, nicht? Alles dunkel. Ich dachte, oh, wie schön, Erna schläft schon, nicht? Da habe ich keine Laste mit. Sie wissen ja, meine Frau geht immer recht früh ins Bett, nicht? Also bloß nicht wach machen, wenn der Erna schon im Bett liegt und gut schläft, nicht? Ich dann ins Schlafzimmer rein. Sie, unser Schlafzimmer, das nenne ich ja auch unser Harry Potter Zimmer, nicht? Sie wissen schon, die Kammer des Schreckens. War alles dunkel im Schlafzimmer, habe ich mich dann nackig ausgezogen, schön leise hingelegt im Bett, nicht, dass Erna bloß nicht wach wird. Habe ich angefangen, so Trecker zu zählen, dass ich einschlafen konnte. Ein Trecker, 2 Trecker. Sie, und bei den 17. Trecker, da merke ich plötzlich so eine Hand auf meinem olympischen Festspielkörper, die da eigentlich nie hingehört. Und dann dieses Heinrich, weißt du noch früher, Heinrich? Oh nee, ist das eine Jahr schon wieder rum, oder wie? Ja. Sieh, wenn ich dann Sorge haben muss, dass diese Gefahr wieder besteht, nicht? Da gibt's ein wunderbaren Patentrezept, nicht? Wenn ich dann so abends nach Hause komme, Erna im Bett liegt, nicht? Dann muss ich sehen, dass ich irgendwo eine Fahne habe. Schnell klein Unterberg, Kümmerling oder sowas. Dann knall ich der Haustür auf, reiße an eine Wand, der knallt, nicht? Reiß die Sachen von der Garderobe runter, schmeiß irgendeine Vase oben, am besten die von Erna, ihre Mutter, die wir zur Hochzeit gekriegt haben. Dann brüll ich quer durch im Flur, Erna, das eine Jahr ist rum, heute Abend, da bist du fällig. Sie, was meinen Sie, wenn ich da ins Schlafzimmer komme, weil meine Frau sich schön schlafen stellen kann?